Alter, was geht ab, Leute? Wir fangen das wieder an mit einem Scheidungsrate. Check das Video von gestern ab oder vorgestern, weil morgen ist C-Day. Sehr kompliziert, aber ich mache jetzt noch mehr Rates für die Agenda-Punkte. Und wir brauchen immer noch einen 100er Scheinux. 477 ist leider kein 100er Scheinux. Auf zum Deoxys X-Rate. 1000 Agenda-Punkte. So, X-Rate zu Ende. Es war Initiativform, nichts Besonderes. Ja. Komische Sache, wieso ein Antic immer noch X-Rates hat, obwohl halt Deoxys in den normalen Firma-Rates ist, aber egal, 1000 Arena-Punkte, umsonst. Wir haben hier jetzt ein 10er-Ei, ich glaube sogar mehrere. Und Lavita, nicht shiny. An sich will ich nicht mal ein 100er. Nummer 2. Bummelsmann. So leiden, Alter. Viel zu leiden. Nummer 3. Leider kein Sternstück drin. Absol. 100er Absol. Gib mir. Gib mir. Das leider nicht. Der muss im 14er Bereich sein. Das war's, glaube ich. Wir bewegen uns zu einem Nocturne. Rocket Stop. Genau hier vorne. Denn heute wird Nocturne gejagt. Problem, die sind echt selten. Heute, wildes Alola Sandan. Mein erstes, das ich gesehen habe, aber leider nicht shiny. Aber endlich mal. Vulpix habe ich noch nicht gesehen und Absol wild. So, angekommen beim Nocturne. Habe ich noch Lugia? Also ich habe noch Lugia, aber wie viel KP hat mein Lugia? Ja, das ist okay. Und Cresselia ist eigentlich auch okay. Habe ich noch Cresselia? Ja, es geht. Hoffentlich reicht das. Manchmal unterschätze ich die, aber ich habe extrem Mangel an Tränken. Das ist nicht mehr normal bei mir und es wird halt jeden Tag schlimmer. Also ist ja nicht so, als würden die immer weniger werden. Es wird ja immer mehr. In ein paar Wochen habe ich einfach 500 Tote. Ich bin jetzt schon bei 250 angelangt, also weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, es wird echt Zeit für Pokécenter. Stammkunde Hong. Go, 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 Lugia. Psychoflug. Ist natürlich sehr gut gegen Kampf. So. Direkt Seher hinterher. Und dann ist es auch nur noch ein Nocturne. Aber das hält mein Lugia nicht mehr aus. Wobei, wenn sehr schnell lädt. Knapp. Sehr knapp. Hat leider nicht mehr funktioniert. Aber mein 100er Cresselia auf Max regelt. Ja, Icy. Oh, Icy. Und weg mit dir, Nocturne. So, gefangen. Schauen wir mal. Der spannende Moment. Wird aber wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Oh Gott, ist das schlecht. Bis wir einen 100er bekommen. So, wir haben ein paar 7er am Start. Endlich. Das mit den Nocturne ist zu schwer. Die sind zu kurz angezeigt, zu weit entfernt. Aber wir versuchen trotzdem ein paar zu holen. Kein Glück bisher. Zwei unnötige Babys. 100er? Wir hatten letztens einen 98er. 100er wäre saftig gewesen. 574. Wir hatten 572. 5, 7, ja, egal, vergesst es. Auf dem Weg zu einem Nocturne haben wir ein paar 7er, ja?
Ich habe in der U-Bahn ein paar gebrütet, aber war nichts dabei. Ein Tauros aber nicht shiny, Porenta nicht shiny, Pantymos sogar, aber nicht shiny. So, dann komme ich hier rüber und Ampel. Eieieiei. Es war nur ein Ei? Okay, nur eins. So, ein paar verschiedene Sachen. Überraschenderweise 7 Eier. Ich wollte nämlich, wir haben jetzt gerade ein paar gemacht, ein paar Nocturn. Und die wollte ich jetzt abchecken. So. Gott, Doppelwohnalger, was ist das, Mann? Nicht Doppelwohnalger. Gib mir doch irgendwas jetzt endlich. Nicht shiny. Das ist übrigens die letzte Ladung, also das geht so schnell. Vor allem, man kriegt ja nicht aus jedem garantierten Geschenk. Deswegen. Shiny Vulpix! Alola! Aber leider schlechter wie, aber egal. Shiny, Alter. Saftig. Ein Highlight haben wir endlich. Jetzt checken wir noch die Nocturne. Ne, der kann nix. Der kann leider auch nichts, bisschen besser aber. Und, boah, leider noch kein. Aber hey, shiny Alola Vulpix. Softig. Letzten zwei Eier. Können wir das noch toppen? Aber Vulpix ist schon geil. Oh, nee, wir können das nicht toppen. Oh mein Gott, das ist die Strafe dafür. Ausgleich. Und. Wohnaiger. Alter, die Wohnaiger-Garte ist viel zu hoch. Was hat denn endlich mit Wohnaiger, Mann? Nächstes Nocturn. Muss euch gleich wieder weglegen zum Werfen. Na, schauen wir mal. Aber ich denke, das kann noch eine Weile dauern. Also, in einer Weile meine ich Tage, Wochen, Monate, bis wir den bekommen. Paragen werden natürlich auch gemacht. Und drinnen. So. Spannung. So, nichts geschafft. Schauen wir mal. Vorhin war der Screen Recorder nicht an. IV-Check. Super schlecht. Super, super schlecht. So Leute, wir sind fertig mit den Nocturne. Sind jetzt bei dem Gebiet, das ich gerade auf Gold mache. Eines der Gebiete, also 7 Arenen hier. Da zeige ich euch ja jeden Tag, also falls ich jeden Tag hierher komme, den Fortschritt. Aber erstmal die Nocturne. Weiß gar nicht mehr, wie viele wir seitdem gemacht haben. Aber gehen wir mal ein paar durch. Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Oh! Oh nein! Digga. Es fehlt ein Wert. Da fehlt auch ein... Oh Mann. Die waren gar nicht so schlecht. 98er. Digga, laber nicht, Mann. Also das nicht? Doch, der ist auch 98. Ne, der ist ein 96er. Das ist ein 98er. Nein, wir erlösen ihn einfach mal zum Spaß, aber... Oh, fuck. Ein Wert hat gefehlt. Ich hoffe, ich habe mich verschaut jetzt und das ist ein 100er jetzt, aber... Nee, wahrscheinlich nicht.
98, ein Wert fehlt. Gar nicht so schlecht für den ersten Tag unserer Jagd, aber... Boah, Mann, ey. So knapp. Naja, Zeit für Agenen. Ich weiß nicht genau, wo wir stehen geblieben sind, denn dieses Video hier wurde am Samstag gedreht. Habt ihr aber nicht Sonntag gesehen, weil Sonntag war C-Day. Checkt das Video von gestern ab vom C-Day. War ein guter C-Day? Dann könnt ihr auch unten in die Kommentare schreiben, wie euer C-Day so war. Was habe ich gemacht nochmal? Nocturns gejagt. War ich knapp schon bei der ersten Jagd einen 98er Erlös bekommen. Nur ein Wert hat gefehlt, leider. Heute ist Montag. Ich gehe auf jeden Fall nochmal auf Jagd, nochmal ein paar Arenen machen. Und ab morgen heißt es dann... Shiny Mewtwo jagen. Da muss die Nocturne-Jagd leider auf Eis gelegt werden. Aber hey, Shiny Mewtwo auf jeden Fall Priorität. Das war's erstmal von mir, Leute. Heute Abend Livestream, denn um 22 Uhr fängt der Ultra-Bonus Woche 3 an. Wir sind ab 21 Uhr live. Schaut vorbei. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist just business.